zwar, für mich, liebe Geschwister, ist es wirklich wichtig, oder was mich freuen würde, ist, wenn Leute mit mir zur Pilgerfahrt fahren, und für die, Salam Aleikum, auch für die Zuschauer, die gerade kommen, like diesen Beitrag, teilt diesen Beitrag, damit wir so viele wie möglich erreichen. Und übrigens, inshallah, im August werden wir auf die große Pilgerfahrt Hajj fliegen. Wer mit mir fliegen will, der soll sich bei Wacker Reisen melden. Liebe Geschwister, für mich ist es immer wichtig, wenn, oder was mich besonders freut, ist, wenn jemand mit mir gereist ist und wenn sich danach was in seinem Leben verändert. Ich hoffe, dass danach etwas da bleibt. Man hat immer Höhen und Tiefen im Iman, das ist eine normale Sache. Man hat immer Höhen und Tiefen im Iman. Es ist wichtig, wie man mit diesen Tiefen umgeht. Es ist wie im Leistungssport. Wenn der FC Bayern mal eine kurze Krise hat und hat 2, 3 Spiele verloren, dann versuchen sie, eine Lösung zu finden, wieder besser zu werden. Leider ist es bei vielen Geschwistern so, sobald sie eine Krise haben, geben sie alles auf. Ja? Die haben eine große Sünde wieder gemacht, dann ist das so wie, ach, nützt sowieso nichts, ich falle sowieso mal wieder zurück. Das ist falsch. Wir leben in einem ständigen Kampf mit dem Scheitan. Inna shaitana lakum adu, fattakhidhu adu. Der Shaitan ist ein Feind für euch, nehmt ihn als Feind. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Das ist ganz wichtig, dass man das begreift. Aber mich freut es, wenn ich jemandem etwas mitgegeben habe. Wenn ich jemanden inspiriert habe. Wenn jemand sich sagt, boah, ich möchte jetzt ein besserer Muslim werden. Ich möchte nach Hause kommen und Dawa machen. Ich möchte etwas bewegen für die Umma. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist nicht nur einfach hier, okay, ich führe euch ein bisschen die Reise, zeige euch, da ist der Stein, da ist der Stein, da ist der Berg, da ist der Berg. Und das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Ihr habt sicherlich gemerkt, wie wir zum Beispiel zu der Stelle gegangen sind, wo der Prophet sich versteckt hat in der Höhle. Da habe ich extra nachts nochmal über dieses Thema gesprochen, abends nochmal über dieses Thema gesprochen, um Lehren mitzugeben, die wir mitnehmen in unser Leben. Am Tag von Arafat, dann über die Schlacht von Uhud und diese ganzen Sachen. Es geht mir nicht darum, Sightseeing-Tour zu machen, sondern mir geht es darum, Lehren zu verbreiten, die wir mitnehmen. Und was ganz wichtig ist, als Ratschlag, den ich heute mitgeben will, sind 8 Tipps, die ich euch mitgeben will, die euch in der Religion festigen und stärken sollen. Und diese Tipps gelten natürlich nicht nur für euch, die gelten auch für mich. Erstens, immer Dua machen, dass Allah einen festigt. Wisset, es ist keine Garantie, dass du als Muslim stirbst. Der Prophet alayhi salatu wasalam hat gesagt, Inna Rajul, la ya'malu bi'amali ahli al-Jannah, hatta la yakuna baynahu wa baynaha illa dhira', fayasbiqu alayhi al-kitab. Das heißt, wahrlich eine Person von euch macht die Taten von den Taten des Paradies, der Paradiesbewohner, bis zwischen ihm und dem Paradies nur eine Elle ist. Das heißt, sozusagen, der ist kurz vom Ziel. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Dann holt ihn das Geschriebene ein. Dann macht er die Taten des Höllenfeuers und dann tritt er die ein. Die Taten sind entsprechend ihrer letzten Taten, das was man als letztes macht. Aber natürlich, umso mehr gute Taten man macht, umso besser ist es. Umso mehr schlechte Taten man macht, umso schlechter ist es. Manche Leute haben die Illusion, die sagen, ich mache viele schlechte Taten, irgendwann mache ich mal Tauba. In den meisten Fällen kommen sie nie mehr zurück. In den meisten Fällen kommen sie nie mehr zurück. Denn derjenige, der im Meer der Sünden rausschwimmt, umso weiter er rausschwimmt in das Meer der Sünden, umso schwieriger ist es, wieder an das trockene Land zu kommen, wo er sicher ist. Umso weiter in das Meer der Sünden reinschwimmt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Kraft verliert und ertrinkt. Umso weiter in das Meer der Sünden hineinschwimmt, umso größer ist die Gefahr, dass ein Strudel kommt oder eine Flut kommt oder ein Hai kommt und er kapiert dabei. Deswegen sollte auch jeder so früh wie möglich zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erstmal verstehen. Und deswegen
sollte man Dua dafür machen. Der Prophet a.s.w. hat uns eine Dua gelehrt, die er selber gesprochen hat. Die heißt, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din. O der, der die Herzen dreht, festige mein Herz auf deine Religion. Ich habe euch gestern schon diese Dua beigebracht. Dann hat er eine andere Dua beigebracht. Die heißt, Allahumma arini al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a. O Allah, zeige mir das Wahre als wahr und hilf es mir zu befolgen. Und Allahumma arini al-batila batila warzuqna shtinaba. Versorge mich damit, dass ich diese Sachen umgehe, das was falsch ist. Warum? Denk mal gut an diese Dua nach. Erstens, der Prophet a.s.w. sagt diese Dua. Zweitens, er sagt, zeige mir die Wahrheit als wahr und hilf sie mir zu befolgen. Weil es viele gibt, die wissen, was die Wahrheit ist. Aber sie haben nicht die Kraft, der Wahrheit zu folgen.